Hallo Leute, es geht weiter mit Satinavs Ketten. Und ich habe da ja so so ein paar Ideen jetzt zuletzt gehabt. Wir haben nämlich jetzt die Pfauenfeder, genau. Da waren wir zuletzt, die wollten wir bepinseln und dann ist mir noch was eingefallen. Als ich so im Nachhinein überlegte, was habe ich denn und was kann ich als nächstes überhaupt tun? Da kam mir da so was in den Sinn. Und zwar, naja, probieren wir erstmal das mit dem Pinsel. Das tauche ich da jetzt ein. Genau. Rote Farbe. Genau. Und dann habe ich auch so überlegt, die gelbe Farbe, hatte ich glaube ich das letzte Mal auch schon gesagt, kriege ich doch her bestimmt vom Honig. Dafür war bestimmt dieser Klecks auf dem Boden da. Und nicht ursprünglich damals für, was weiß ich, wofür das andere halt brauchten. Und genau, für den Kelch mit dem Honig. Wenn wir das da reintunken in das Gelbe, müsste es ja orange werden. Und schwupps hat man orangene Farbe. Und hier ist mir eingefallen, dass dieser Flechtkorb, den haben wir auch noch nicht. Ich wusste die ganze Zeit nicht, was ich mit dem machen kann. Und da hatte er doch gesagt, dass das für Welpen benutzt wurde immer. In so einem Korb hat Hilda immer ihre Welpen schlafen lassen. Genau, und das fiel mir noch ein. Und dann dachte ich, vielleicht könnte man es damit das Augenwesen gemütlicher machen. Ich probiere das mal aus. Stellt er das hier hin? Na super, guck mal einer an. Dann tun wir das mal hier rein. Und? Oh, das ist gemütlich. Hier bleibe ich. Und jetzt träume ich von meinem... Oder von... Wie kann man nur so schnell einschlafen? Alles aber süß, das Okulunkulus. Ich mag das gerne. Hallo? Es schläft. Ah. Auge auf. Kleines Äuglein, mach das Auge auf. Nein. Ich? Hast du an meinen Geburtstag gedacht? Geburtstagsfeier? Sieh mal. Dein Geburtstagsfest. Herzlichen Glückwunsch. Erzähl mir von meinem Fest. Musiker, Tanz, Rosinenkuchen. War das nicht Musik, was das Okulunkulus wollte? Da sind Musiker. Ihre Flöten glänzen und die Harfen schillern im Licht. Ui, so helle Musik. Und Tanz vielleicht noch? Alle Gäste tanzen auf deinem Fest. Sie lachen und tanzen, dass ihre Gesichter hell strahlen. Das ist schön. Aber irgendwie tut mir das auch voll leid, den anzulügen. Ich meine, er soll ja das Auge jetzt aufmachen, damit wir diese Quest quasi lösen, dass die Statue die Feenkönigin anguckt. Aber wenn er guckt, sieht er ja gar kein Fest. Es gibt einen großen Rosinenkuchen. Wie ein riesiger Maulwurfshügel mit Butterstreuseln. Ui. So groß? Ich liebe Rosinen. Das würde ich alles so gerne sehen. Dann öffne dein Auge. Dein Geburtstag wartet. Ja. Aber, wie gemein. So viel Licht und Butterstreusel lasse ich mir nicht entgehen. Ja. Ja. Wo ist denn mein Fest? Ja. Aber oi, diese Aussicht, dieses Licht. Wie könnte ich jemals ohne all das leben? Nie wieder mache ich das Auge zu. Nie wieder. Ja, hey. Na, Feck sei Dank. Wow, Partykönig. Ja, das ist ja toll. Das Augenwesen guckt jetzt raus, sieht zwar gar keine Geburtstagsfeier, aber immerhin freut es sich über die andere Aussicht. Das ist ja schon mal was. Was sagt denn jetzt die Königin dazu? Ah, guck mal, die guckt nämlich jetzt. Na, was sagst du? Hä? 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 Eure Majestät. Hat er die Aufgaben gelöst? Ja, hat er. Er hat eine Aufgabe zumindest schon mal gelöst. Seht aus dem Fenster. Sieht euch der blinde Vogelmann nicht an? Das tut er. Wir wissen nicht wie. Doch der Jüngling hat diese Aufgabe gemeistert. Na, Mensch. Reif an der Statue. Was ist das für ein Reif um den Hals der Statue? Ein Geschenk der Priester. Ach, das hatten wir an ja schon. Den Allweisen. Mit diesem Reif sollte er die Priester mit seinem Geist erfüllen, um sie zu erleuchten. Wo sind die Priester jetzt? Als der Vogelmann Nairutneva verließ, gingen sie mit ihm. Okay, das hatten wir schon. Vogelmann, ja. Der Vogelmann. Nein, doch ein Groß... Weshalb? Ach.
Egal, gut. Achte. Ja, guck, ich habe eine Aufgabe gelöst. Sie weiß zwar nicht wie, aber wir haben es geschafft. Und der guckt ja jetzt eigentlich direkt zur Königin und naja, das Auge freut sich. Der Okulunculus, das Okulunculus freut sich. Warte mal, bin ich hier nicht sogar vielleicht richtig auf der Seite jetzt gewesen? Denn jetzt brauche ich den gelben Honig. Und zwar von der Seite. Mist. Shit. Von der anderen Seite. Es ist auch noch richtig rum, es ist alles paletti, ich muss es mir eigentlich nur noch nehmen. Müsste eigentlich gehen. Ha, ich bin froh, immer wenn ich gut vorankomme. Lalalala. Wenn ich die rote Farbe mit dem Honig mische, na, dann... aber dazu muss ich erstmal welchen bekommen. Wieso so das Ding da reinklatschen? Einfach... Kannst du das verlängern? Wozu denn? Als Verlängerung. Wenn ich die rote Farbe mit dem Honig mische, aber dazu muss... Ja, dann kann er doch den Kelch sonst auch nehmen. Wenn nicht so, dann gehen wir zum Kelch. Dann eben so. Ich meine, da ist ja... Wir haben ja schon welchen geholt. Wenn er das da nicht reintunken will, dann eben hier. So. Nehmen wir uns den Kelch wieder. So. Da. Etwas zähflüssig, aber orange. Haha, tada. So, den stellen wir hier wieder hin. Hui, ja, das findet er super. Ich mag das Ding, das Riechwesen. Das, hui, aber ich mag auch das Okulunculus, wie das immer oi sagt. Oi, das ist aber eine schöne Aussicht, oi. So ein großer Rosinenkuchen. Hm, da kann ich ja nicht widerstehen. Und muss hinsehen. So, zweite Aufgabe. Wir wollen die Statue nach, die Lichtstatuette nachbauen. Dafür nehmen wir uns den Farbstein. Gehen hindurch oder gehen nicht hindurch? Gehen hindurch mit unserem Stein. So, gehen da durch. Setzen den Farbstein ein. Und nein, ich habe nicht nachgeguckt. Es ist nur einfach, ich glaube, ich habe jetzt so viele Parts, bin ich rumgelaufen, dass ich jetzt einfach so eine Ahnung habe mit den Sachen, die wir haben, dass ich weiß, wo, in welche Richtung es geht. Eine Treppe oder ein Regenbogen oder beides. Egal, mach jetzt orange. Was soll ich anmalen? Hier ist nicht mal eine Leinwand. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Dann mach die Statue orange. Die haben wir doch noch, ne? Die hast du doch noch, die hast du doch noch, die hast du... Lichtstatuette. Zack, hingestellt. So, orange machen. Licht lässt sich nicht einfach überpinseln. Nicht einmal hier. Was soll ich erst nicht... Hä, aber ich muss es doch jetzt irgendwie orange hinkriegen. Rot, gelb, grün, blau, violett. Das sind die Regenbogenfarben. Nein, orange fehlt. Rot, aber das sind... Nein, orange. Wenn ich den Dings wegnehme, kann ich das dann machen? Was soll ich an... Hier ist nicht mal eine... Aber die Leinwand kriegt man doch weg. Also, wisst ihr, was ich meine? So, und dann ist es... Okay. Jetzt ist es doch ein Bild. Und ein Bild ist es auch, wenn ich das farbig mache. Jetzt ist es ein Bild, farbig, was ich anmalen kann. Hoffentlich. Yay! Wie cool ist das? So, jetzt setze ich den wieder ein. Sie ist jetzt automatisch orange geworden. Und kann sie doch wegnehmen. Und sie ist farbig jetzt, oder? Ist sie farbig? Ich glaube schon. Jetzt habe ich eine regenbogenfarbene Statuette. Aber die ist nicht annähernd lebensgroß. Das kriegen wir hin. Aber es muss, und das ist jetzt das, was mir noch fehlt, an Vorstellungskraft irgendwie, was es mit diesem Wasser auf sich hat. Irgendwie, muss diese Statue was mit diesem Wasser hier zu tun haben. Ach, und jetzt haben wir hier wieder Winter. Komm, dann geh wieder nach oben, mach den Sommer wieder. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Sie ist ja jetzt schon farbig. Dann gehst du nach unten und setzt den Farbstein ein. Damit wir Sommer haben, damit das Wasser draußen fließt. Und jetzt bin ich mal wieder gespannt, was ich machen kann. Mit dem Wasserfall oder Wasserbecken. Habe ich das jetzt abgewaschen wieder, die Farbe? Ah, oh,
Es geht nach oben. Ne? Okay. Sie ist nach oben gelangt. Kann ich die mir wieder nehmen oder ist sie weg jetzt? Nee, er kommt noch an. Regenbogenfarben und Lebensgroß. Ach echt? Über ihre Schönheit dürfen andere richten. Ach, wieso ist sie denn jetzt lebensgroß? Weil ich sie habe aufwärts schwimmen lassen und dann werden die Dinge größer oder was? Ich wusste ja nur, dass man das hier irgendwie verbinden kann, aber ich hatte Angst, dass ich eigentlich die Regenbogenstatue mit den Farben jetzt abwasche oder so. Okay, dann ist das ja schon gelöst. Das war ja gar nicht schwer. Ja. Präsentieren wir sie jetzt hier irgendwie oder kann ich das hier irgendwie... Dann zeigen wir die so. Eure Regenbogenstatue ist fertig. Nein. Wie prächtig. Nachtar, er hat die Aufgabe gut bewältigt. Ja, echt? Also, die war jetzt auch lebensgroß schon? Ach, naja. Lebensgroß, farbig, mit orangener Farbe, alles Paletti. Jetzt fehlt mir eigentlich nur der Apfel. Ja. Was? Ah, er hat sie doch hier hingestellt. Ja, schick sieht sie aus. Echt schön. Also, ja. Jetzt kommt das Letzte. Und ich habe einen Speer. Wenn ich einen Speer habe und der ist zu groß, kriege ich ihn dann auch kleiner? Moment. Wenn das Ding hier groß und klein macht, dann kriege ich ihn doch klein hin. Von hier aus macht der Wasserfall höchstens Sachen größer. Aha, dann kriege ich ihn doch hier oben kleiner. Wie geil ist das denn? Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was mache ich mit diesem riesigen... Was mache ich mit diesem riesigen Speer? Gleich haben wir alle Aufgaben gelöst. Das ist ja super. Wurde ja aber auch langsam Zeit nach den 1000 Parts hier, die ich keine Ahnung hatte. Das Wasser fließt in die falsche Richtung. Auch hier an der Stelle? Das Wasser fließt. Nee, das fließt alles von hier nach. Von unten nach oben. Jetzt muss ich das Wasser so hinkriegen, dass es von oben nach unten fließt, ne? Obwohl das hier immer aussieht, als würde es auch von oben nach unten fließen. Tut's aber, glaube ich, gar nicht. In den Brunnen reinwerfen, geht das? Nein? Das geht so nicht. Okay. Das geht nicht. Ich muss vielleicht wieder an der Jahreszeit was fummeln oder so, damit das, also zum Beispiel, wenn es, warte mal, wenn wir das umdrehen, könnte dann auch das Wasser anders fließen. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ja, tatsächlich, jetzt fließt es andersrum, weil wir das Rad gedreht haben. Jetzt müsste es doch kleiner werden, der Speer. Ach, jetzt checke ich das auch erst mit der Statue, weil das größer geworden ist. Und der wird jetzt kleiner. Da muss man erstmal drauf kommen. Auf die Idee. Und naja, wenn man das mit dem Pfeil gecheckt hat, dann checkt man es auch mit der Statue. Aber immerhin. Der ist jetzt klein. Nun ist er klein wie ein Pfeil. Und weil er klein ist wie ein Pfeil, sollte das doch kein Problem mehr sein. Dann den jetzt den abschießen. Jetzt machen sich die stundenlangen Zielübungen mit Gwindling endlich bezahlt. Na, dann leg mal los. Also dann, Fex, steh mir bei. Jetzt ist er schon mal unten. Ha! Und er freut sich. Und jetzt mache ich das auch, was ich mir letztes Mal schon oder vorletztes Mal oder keine Ahnung, 1000 Ideen hatte ich. Jetzt kann ich alle diese Ideen umsetzen und drehe das Ganze. Das ist unglaublich, echt, wie man so 3 Parts oder so damit verbringen kann, zu überlegen, was kann ich machen, wie komme ich an die Pfauenfeder, hat es was mit der Muschel auf sich, was ist mit den Jahreszeiten und überhaupt, was ist mit dem Riechwesen da oben und all das. Jetzt ist der Apfel hier reingeplumpst, hoffentlich.
Vielleicht ist umgedreht. Also ich sehe den Apfel auch nicht mehr und wir haben umgedreht. Dann müsste jetzt in den Brunnen sein. Dieser Brunnen kommt mir Ist der Brunnen? Ist jetzt der Apfel bei dem anderen Brunnen? Das muss ja mit diesem Brunnen muss es ja auch irgendwas. Da ist er, da ist er. Ich freue mich. Nimm den Apfel. Ich habe alle Aufgaben gelöst. Yippie! Der Apfel aus dem Garten. Ja, aber hallo. Super, 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 super. Ich freue mich. Guck mal, da guck jetzt bin ich wieder zurück in mein Land hier. Komm. Apfel, tschüss. Majestät, ich bringe euch den Apfel. Tatsächlich? Nachthaar. Diese Aufgabe ist wohl gelöst. Damit hat er dreimal das Unmögliche möglich gemacht. Das Schicksal scheint keinen Zweifel an ihm zu haben. Nehme er den Schlüssel zu den Traumgemächern und verlasse unser Reich, wenn er es vermag. Vielen Dank, Majestät. Der Apfel liegt jetzt hier, die Statue ist da. Und auch, dass der Vogelmann kann jetzt dank dem Okulunculus sehen. Was haben wir denn jetzt? Hier ist der Schlüssel. Und wie komme ich jetzt zu diesen Traumgemächern? Wo waren die jetzt genau? Waren die jetzt hier mit dem Steinsockel? Ist das der Schlüssel? Ich nehme mal an, ne? Den hatten wir ja die ganze Zeit nicht. Jetzt schon. Wie cool ist das? Wir schreiten mit Geron hindurch in die Traumgemächer. Da sind wir. Alles ist sehr neblig und leer und ich weiß nicht, was hier überhaupt sein soll. Wir laufen einfach mal weiter. Mal gucken, was hier kommt. Ich meine, die Königin meinte ja auch, wenn er es schafft, hier rauszukommen. Nicht, dass er reingelegt wurde oder so. Ich guck, ob es hier was zum Einsammeln gibt, einen Stein oder so, aber ist hier nicht. Sieht so irre schön aus. Hier ist das Feentor. Wie toll. Was ist, wenn man hier noch weitergeht? Sessel. Riesenblume. Kannst du ebenfalls sprechen, Pflanze? Offenbar nicht. Was ist, wenn ich mich hier raufsetze? Ich darf mich jetzt nicht ausruhen. Ich muss hier raus. Was ist, wenn ich noch weiter nach rechts laufe? Verirr ich mir dann? Ach, dann kommt noch ein Feentor. Dann gehen wir da doch mal rein, oder? Hä? Es wiederholt sich. Du willst auf die andere Seite, Nachthaar? Wer? In den Murmelwald hinab? So schnell wie möglich. Sandorin, Amorindal, Amil, Amis. Was? Du musst bleiben, Nachthaar. Wie? Nein, ich muss... Du musst bleiben, Nachthaar. Ein Jüngling? Welche Zeiten? Ich bin Geron aus der anderen Welt. Warum bist du nicht meine Schwester? Wie? Was meint ihr? Allein meiner Schwester ist es erlaubt, die Traumgemächer zu betreten. Oh, das ist so schön. Echt, das ist so mystisch und fantasievoll gestaltet hier. Ich liebe es. Wer seid ihr? Schwester der Königin. Verschlossenes Tor. Wer seid ihr? Ich bin die Traumweberin, Hüterin der Harfe, Seelsorgerin der Träume und Bewahrerin des feischen Geistes. Das klingt nach einer großen Aufgabe. Jeder erhält im Jetzt die ihm gebotene Aufgabe. Ist die Königin eure Schwester? Sie hat mir den Zugang in die Traumgemächer gewährt. So? Welche Zeiten? Verschlossenes Tor.
Ich muss zurück in meine Welt, aber dieses Tor lässt mich nicht durch. Ja, ein Schatten lastet auf dir, wie auf ihnen allen. Sie sind besessen von dem, was kommen mag. Vor dem Vergangenen aber fliehen sie. Sie stellen sich ihren Ängsten nicht. So sind sie rastlos und finden keine Ruhe im Hier und Jetzt. Bitte, ich muss durch das Tor. Das Tor prüft uns. Es versperrt sich jedem, der von Ängsten getrieben ist. Mhm. Was tut die Königin hier in den Traumgemächern? Sie kommt, um Träume zu begehen, die von der Zukunft handeln. Der Zauber der Harfe soll ihr das Kommende zeigen. Doch sie quält sich mit diesen Träumen. Welche Zeiten? Die Harfe lässt einen von der Zukunft träumen? Von der Zukunft oder von der Vergangenheit. Der Vogelmann offenbarte uns, wie sie das kann. Doch geschaffen war sie dafür nie, sondern um den Feen zu helfen, sich von dunklen Träumen zu befreien. Der Vogelmann, ich verstehe. Zauber der Harfe, Tor durchschritten? Die Harfe vertreibt dunkle Träume? Mich quält schon lange ein Traum, aber ich weiß nicht, was er zu bedeuten hat. Dunkle Träume Pein wächst aus Ängsten, die dich jagen. Die Harfe ist ein Auge in deine Seele. Durch sie wirst du deine schlimmsten Ängste überwinden oder an ihnen verzweifeln. Hat in letzter Zeit jemand das Tor durchschritten? Die letzte, die durch dieses Tor schritt, war meine Nichte, die Tochter der Königin. Ich hatte sie in die Geheimnisse des Harfenspiels eingeweiht, denn eines Tages sollte sie mir nachfolgen. Warum lässt mich das Tor nicht durch? Das Tor prüft uns. Es versperrt sich jedem, der von Ängsten getrieben ist. Ich will mich meinem Traum stellen, wenn ihr es erlaubt. Der Weg in die Gemächer war dir gewährt. So auch der Weg in deinen Traum. Was muss ich tun? Du musst in deine Seele treten und die Splitter deines Traumes zusammentragen. Was? Splitter? In meine Seele treten? Ich helfe dir. Die Musik wird dich in tiefen Schlaf versetzen und Teil deiner Seele werden. Ordnest du die Splitter, wird dein Traum sich aufklären, wie auch die Ängste, denen er entspringt. Das klingt alles so kompliziert. Bist du bereit, deinen Traum zu begehen? Wir sind bereit oder wir sind nicht bereit, aber ich gehe mal davon aus, wir sind bereit, aber erst im nächsten Part von Satinavs Ketten und mal sehen, ob wir dann die Splitter von Gerons Traum zusammenbekommen und er sich seinen Ängsten stellen kann, um wieder durch das Feentor zurück in seine Welt zurückgehen kann. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.